Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute direkt von den Swiss ETF Awards 2022, veranstaltet von den Firmen Xenix Finanzen CH in Zusammenarbeit mit der BX Swiss. Und ich habe schon die erste glückliche Gewinnerin bei mir. Publikumspreis gewonnen, bestes ETP-Haus des Jahres, Sina Meyer mit 21 Shares. Grüß dich. Hallo David, nice to be here again with you. Ja. Magst du vielleicht ein paar Worte zu 21 Shares sagen? Ja, gerne. Jetzt rede ich aber gerade Schweizerdeutsch. 21 Shares gibt es seit 3 Jahren knapp. Wir sind unterdessen über 80 Leute und haben bereits schon in knapp 3 Jahren jetzt 3 Milliarden Asset Under Management. Wir sind recht stolz auf das. Und du sagtest schon, es ist ein Publikumspreis. Was denkst du denn, was den Ausschlag gegeben hat, dass ihr die Wahl gewonnen habt? Ja, da würde ich auch noch sagen, vielen Dank an die Zuschauer, dass sie uns überhaupt gewählt haben. Das ist eine riesen Ehre. Ja, ich denke, da gibt es wahrscheinlich 3 verschiedene Punkte, die man müsste hervorheben. Wir sind eine Schweizer Firma, man hört es an meinem Dialekt an, mit internationalen Wurzeln. Der zweite Punkt wäre wahrscheinlich auch, dass wir einfach ein einfaches, easy, reguliertes, kostengünstiges Produkt oder Produkt haben. Es gibt ja mehrere, die wir haben, bereits etwa 17. Und das Dritte ist doch ganz klar, wir haben einfach ein super, super Team bei uns und einen ganz tollen Teamgeist. Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Wir hatten schon öfters das Vergnügen, Interviews zusammen machen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und auch auf weitere Videos im Bereich der ETPs. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Börsen TV bei BX Swiss.